Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir haben in der letzten Season leider nicht so einen riesengroßen Rang erreicht, nur Rang 16. Aber immerhin, damit gehört ihr zu den besten 40% des gewerteten Modus. Naja, wir kriegen aber die 13er-Kiste, weil wir es bis 13 geschafft hatten, aber leider wieder zurückgefallen sind. Und mal gucken, was wir da bekommen. Natürlich den Kartenrücken, den neuen. Gleichheit in Golden. 15 Staub. Und sturmgeschmiedete Axt für den Schamanen in Gold. Ja, das kann sich sehen lassen, ne? Bonussterne 12. Wir beginnen auf Rang 20, haben also instant auf die neue Dingens, Kartenrücken für nächste Season. So, und die verfallene Stadt ist jetzt offen. Dazu ist zu sagen, es ist ein paar Tage her seit der letzten Aufnahme, weil ich nicht dazu kam, beziehungsweise eigentlich komme ich jetzt noch nicht dazu, habe mich aber entschlossen, morgens ganz früh, wie man sieht, aufzunehmen, einfach damit ich eine Folge 2, 3 habe. Und weil ich gerne den Dingens machen würde. So, wir haben hier die neuen Quests. Ich möchte natürlich die Dingens haben, die hier, ne? Ihr wisst schon, das Abenteuer. Und da werden wir auch gleich durchstarten. Natürlich im normalen Modus erstmal. Und mal gucken, was es zu entdecken gibt. Wir haben genug Gold. Geschlossen und los geht's. Der Teil des Stabes, die Perle der Gezeiten, befindet sich im Schlingendorn-Dschungel. Sir Finlay ist vor Ort, aber ich habe den Kontakt zu ihm verloren. Das sieht mir nach einem Murloc aus. Die Naga haben Finlay entführt. Beeilt euch, Forscher, bevor er als Mahlzeit endet. Lord Schlängelspeer. Sir Finlay wurde gefangen genommen. Befreit ihn. Was ist denn das für ein Typ? Kohldampf. Heldenfähigkeit ruft einen hungrigen Nager herbei. Okay. Okay. Ich glaube, ich nehme mal den Jäger. Der funktioniert eigentlich ziemlich gut. Oder hat bisher ziemlich gut funktioniert in diesen Kämpfen. In der Forscherliga. Mal gucken. Alleria gegen Lord Schlängelspeer. So. In die verfallene Stadt einzubringen. Zittert vor der Macht der Elfen. So, was hat denn der da auf dem Feld? Ich will es angucken. Die sieht ja süß aus. Zeit fürs Abendessen. Heute gibt es Murlocs. Lecker Murloc. Oh. Grüße, Forscher. Ich befürchte, ich stecke hier etwas in der Klemme. Könntet ihr einem Kollegen zur Hand gehen? Moment mal. Kessel, Spott, Todesröcheln, rettet für Finlay. Sir Finlay. Für Finlay, genau. Und haltet die Nager auf. Okay. Aber wir müssen... Na super, die Eule. Wäre jetzt sicher eine gute Idee. Ich würde es Ihnen sagen. Ich würde es Ihnen allen sagen. Ich muss doch sagen, hier drinnen ist es furchtbar. Müssen wir nur den töten? Also den Kessel kaputt machen? Ich glaube nicht, ne? Nee, das ist gemein. Schwein, bitte Schwein. Mist. Ich hätte lieber das Ansturmschwein gehabt, aber gut. Es wird jetzt doch reichlich warm. Nee, das ist aber gemein. Die buffen sich.
Nicht nehmen, Schneeball! Die buffen sich einfach, ne? Das ist ja unerhört. So. Ja, wir kriegen eine Hyäne. Hyäne? Warum sage ich Hyäne? Hochmähne. Naja, ich bin noch nicht wach. Tut mir leid, Freunde. Das war doch etwas knapp. Zurück in den Topf mit dir. Das ist ja schön. Alter, plus... Ach so, jetzt hat er... Ach so. Na, jetzt reicht's aber hier, ne? Freunde. So. Ja, dann müssen wir ja fast ihn aufspielen, ne? Wem steht noch der Sinn nach Abenteuer? Was? Bitte, was? Okay. Was nehmen wir denn? Ich will gar nichts nehmen. Naja, Karte ziehen, aber... okay. Gut. So sei es, ne? So, was kriegen wir? Eiskälte, okay. Ja, wir müssen mal so, ne? Ich wollte jetzt nicht noch die Eule ausspielen, würde ja nicht viel Sinn machen. Oh. Er baut Rüstung auf. Das ist nicht schön. So, ich glaube, dann hauen wir mal die... Hochmähne raus. Ich hätte schon wieder fast Hyäne gesagt. Aber selbstverständlich. Er macht wieder zwei Angriff. Und einen Wasserelementar. Okay. Das ist nicht schön. Kriegen wir vielleicht dieses Mal das Schweinchen? Nee, natürlich nicht. Aber wir machen... Bums. Ach, da fällt mir ein, wir haben hier Eisfalle. Das ist schön. Oh. Ich mag Raubzüge. Zum Glück hat er es umgekehrt gemacht. Obwohl, wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Doch wäre es, weil er hätte ihn gebufft, ne? Er hätte ihn gebufft. So. Machen wir noch das hier. Dann würde ich sagen, so. Aber selbstverständlich. Im Moment gut, ne? Im Moment sieht's gut aus. Was macht er jetzt? Er holt wieder den Wasserelementar. Und ein Flusskrokolisk. Ja, das war's, ne? Freunde. Das war's, Freunde. Der erste ist besiegt. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Soll ich euch nun zum letzten Teil führen? Aber sehr gerne, der Herr. Oder der Frosch. Und wir kriegen Riesenkröte. Todesröcheln fügt einem zufälligen Feind einen Schaden zu. Und noch ein Kampfschrei entdeckt. Deckt einen Mech, wenn ihr bereits einen anderen Mech kontrolliert. Nice. Nice, nice, nice. Und den noch zusammen mit dem Typen, den man, hier? Mist, ich sehe es nicht mehr, ne? Schade. Ihr wisst, glaube ich, wen ich meine. Von wegen Kampfschrei zweimal. So, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Teil. Seid dabei. Tschüssikowski. Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Andere glauben,
dass nur Geduld und eine gute Strategie zum Sieg führen. Krieg ist Täuschung und wird aus den Schatten herausgewonnen. Nur Stärke und ungezügelte Macht sichern die absolute Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben. Hearthstone, Heroes of Warcraft.